Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18, dem Karrieremodus mit unseren Adlern von Preußen Münster. Beim letzten Mal haben wir die Hinrunde unserer ersten Zweitligasaison abgeschlossen. Wir gucken mal ganz kurz hier auf die Gesamttabelle, denn dort sind wir als Aufsteiger auf Tabellenplatz 3 sehr, sehr gut gefahren, eine klasse Hinrunde gespielt, sind auf dem Relegationsplatz und haben ganz theoretische und natürlich auch reelle Chancen, möglicherweise auf einen Aufstieg in die Bundesliga. Aber jetzt ist erstmal Winterpause und in der wollen wir uns natürlich schon wieder ein bisschen personell vorbereiten auf die Rückrunde, beziehungsweise eigentlich schon viel mehr auf die nächste Saison. Denn ich hatte es ja schon am Ende des letzten Partes gesagt, so viel Veränderung plane ich eigentlich gar nicht durchzuführen. Aber 2-3 neue könnten wir vielleicht dann doch eventuell noch neu ins Boot holen. Aber eins nach dem anderen. Ich würde sagen, zuallererst einmal befinden wir uns momentan immer noch im alten Jahr, also im Jahr 2018, am 25. Dezember. Frohe Weihnachten und so. Beim letzten Mal haben wir ja am Heiligen Abend spielen müssen gegen die Eintracht aus Braunschweig. Da trennten wir uns feuchtfröhlich 0-0. Feuchtfröhlich passt zwar zu einem 0-0 überhaupt nicht, aber egal. Ich schweife vom Thema ab. Ich wollte jetzt erstmal zur Teamzentrale gehen, um uns erstmal nochmal einen allgemeinen Überblick zu verschaffen, auf welcher Position wir eventuell noch neue Spieler brauchen. Und ich sehe da eigentlich maximal auf 3 Positionen Handlungsbedarf. Zum einen, und da sind wir schon, beim Thema Torwart. Wir wissen ja alle, Nils Jonathan Körber ist weiterhin nur ausgeliehen von Hertha BSC. Und ich weiß nicht, wir könnten natürlich am Ende der Saison Hertha BSC ein Kaufangebot machen. Die Frage ist nur, wir wissen natürlich nicht, wie viel Geld Hertha fordern wird oder ob Nils Jonathan Körber überhaupt auch fest zu uns will. Das sind also 2 Fragen, da ist noch ein fettes Fragezeichen im Raum. Theoretisch könnten wir das versuchen, aber ich glaube, es kann wiederum auch nicht schaden, wenn wir uns noch nebenbei vielleicht schon um einen neuen Torwart zur neuen Saison umschauen könnten, denn so 2-3 interessante Keeper, wie ich finde, habe ich auf die Wunschliste mitgetan. Ihr wisst ja, ich habe zwischen den Folgen immer mal offscreen natürlich ein bisschen geguckt, von welchen interessanten Spielern die Verträge auslaufen und da sind eben einige dazugekommen oder ja, eben gescoutet worden und darunter halt auch ein paar Torhüter. Das schauen wir uns gleich an. So, also Körber ist halt die Frage, ich tendiere momentan eher dazu, zur neuen Saison noch einen neuen Torwart zu verpflichten, ablösefrei, und Körbers Vertrag, Leihvertrag dann eben auslaufen zu lassen. Körber, ohne Fehl und Tadel, macht eine wirklich sehr gute Arbeit, der deutsche U21-Nationalkeeper, aber es ist halt ein großes Fragezeichen dahinter, ob wir uns mit Hertha dann überhaupt auf eine Ablösesumme einig werden könnten. Christoph Böhm, unser zweiter Keeper, unser 17-jähriges Nachwuchstalent, wird weiterhin als Nummer 2 dann auf jeden Fall behutsam aufgebaut. Oder eventuell können wir sogar ab der Rückrunde Böhm vielleicht zumindest ab und zu mal schon mal ein bisschen Zweitliga-Luft schnuppern lassen. Mal gucken, wie die Saison noch so weiter verfahren wird. So, dann haben wir rechts hinten den ganz klar gesetzten Patrick Kammerbauer. Unter der Voraussetzung, dass wir ihn nicht verkaufen, gibt es an seiner Position überhaupt nichts zu rütteln. Sein direkter Ersatzmann ist Nico Neidhardt, hier immer noch als Linksverteidiger aufgeführt, aber ich sehe ihn weiterhin primär eigentlich als Backup für Patrick Kammerbauer, aber kann natürlich eben auf beiden Außenverteidigerpositionen spielen. Deswegen Neidhardt ist da weiterhin unser perfekter Backup für beide Außenverteidigerpositionen. Also rechts hinten brauchen wir eigentlich keinen neuen Spieler. Dann in der Innenverteidigung Leon Schwers, Abwehrchef, zusammen mit Klaus Giazzola absolut gesetzt, gibt's nichts zu rütteln. Rösela momentan ja der dritte Mann in der Innenverteidigung, der genauso wie Körber eigentlich ohne Fehl und Tadel spielt. Es gibt eigentlich kaum etwas zu bemängeln oder zu kritisieren. Macht eine solide Saison. Und ja, aber trotzdem hätte ich noch gerne vielleicht noch einen weiteren Innenverteidiger, der ihn so ein bisschen Konkurrenz machen kann.
und ihn vielleicht sogar als Stammverteidiger eventuell verdrängen könnte. Also ich würde noch gerne tatsächlich noch einen weiteren Innenverteidiger so auf Niveau von Yasoda, Schwers und Rösela dazu holen. Oder alternativ vielleicht noch ein junges Abwehrtalent, so ein auf jeden Fall unter 20-Jährigen, dass wir da vielleicht noch sogar einen langsam, behutsam aufbauen können. Was wiederum bedeuten würde, wir haben also in der Innenverteidigung momentan Schwers, Rösela und Yasoda gesetzt. Straight ist momentan unser erster Ersatzmann, der bis dato noch nicht so wirklich zur Geltung kam, weil er eben kaum gespielt hat, weil er eben nicht spielen musste, weil alle anderen Innenverteidiger ihre Sache eben sehr gut gemacht haben. Deswegen meine Überlegung, Straight, der ja ablösefrei aus Lotte kam, mittlerweile auch 28, ist natürlich kein Fußballeralter, also ist nicht alt, will ich damit sagen. Aber trotzdem, das wäre vielleicht eine Überlegung, Straight eventuell zur neuen Saison zu verkaufen, unter der Voraussetzung, dass wir eventuell dann eben zur neuen Saison noch einen neuen Innenverteidiger dazu holen. Ole Kittner, dessen Vertrag übrigens ausläuft, da laufen übrigens einige Verträge aus, müssen wir gleich nochmal kurz gucken, den würde ich gerne tatsächlich auch verlängern. Kittner ist zwar nur der Backup vom Backup sozusagen, aber er ist gebürtiger Münsteraner, 31 Jahre alt und so ein erfahrener Mann. Hätte ich gerne, und wenn es wirklich nur als Maskottchen in Anführungszeichen ist, den würde ich wirklich sehr, sehr gerne halten. Hat noch kein einziges Mal gemeckert, obwohl er noch kein einziges Pflichtspiel in dieser Saison absolviert hat. Das wollte ich sagen. Und ihr seht, seine Moral ist trotzdem gut. Also er meckert nicht, er ist mit seiner Rolle so vollkommen einverstanden. Gehaltstechnisch kostet er auch nicht viel. Und deswegen, so als Innenverteidiger Nummer 5, würde ich ihn sehr gerne behalten. Also, dann kommen wir zur Linksverteidigerposition, wo momentan Jérôme Alhazameh gesetzt ist. Aber genau das ist die Position, wo ich sage, da brauchen wir vielleicht noch einen Hochkaräter. Denn die Linksverteidigerposition ist die einzige Position, die meiner Meinung nach ein bisschen zu schwach besetzt ist. Keine Einwände gegen die Leistung von Jérôme Alhazameh. Für seine Verhältnisse, was er in Leistung zustande ist, macht er seine Aufgabe wirklich sehr, sehr gut. Das Einzige, was ich ein bisschen doof finde, dass er sehr schnell müde wird. Also seine Ausdauer ist nicht die allerhöchste. Deswegen wurde er in der Hinrunde wirklich sehr häufig ausgewechselt. Ich glaube, von all unseren Spielern wurde Alhazameh am häufigsten ausgewechselt. Meistens gegen Nico Neidhardt. Also hinten links, da sehe ich momentan tatsächlich am größten Handlungsbedarf. Vanif könnte natürlich alternativ als gelernter Linksverteidiger dort spielen. Aber der, ihr habt ja alle die Hinrunde gesehen, der hat sich ganz klar im zentralen Mittelfeld festgespielt. Und genau da sehe ich eigentlich auch seine Position. War ja notentechnisch, haben wir beim letzten Mal gesehen, der beste Spieler der Preußen der gesamten Hinrunde. Deswegen auch da eigentlich nicht zu rütteln, dass er im Mittelfeld gesetzt ist. Hinten links momentaner Ersatz, abgesehen von Nico Neidhardt, der auch da spielen kann, ist Fabian Menich, dessen Vertrag auch ausläuft. Fabian, genannt Eisen Menich. Eisenharter Spieler. Aber da muss ich echt mit mir kämpfen. Aber ich glaube, seinen Vertrag werden wir tatsächlich nicht verlängern. Wir werden ihn auslaufen lassen. Was den Weg wiederum auch frei machen würde für einen neuen Linksverteidiger. Menich hat meiner Meinung nach, wenn er gespielt hat, vor allem technisch gesehen zu häufig Mängel aufgezeigt. Da war zum Beispiel ein Alhazameh auch leistungstechnisch einfach konstanter als ein Fabian Menich. Der kann zwar auch alternativ noch in der Innenverteidigung spielen oder auch als Rechtsverteidiger, ist ja eigentlich ein Rechtsfuß. Aber so wirklich richtig überzeugt hat er mich weder in der dritten noch in der zweiten Liga und deswegen, ich glaube, da werden wir in Zukunft im Sommer spätestens getrennte Wege gehen. Wird noch bis zum Saisonende bleiben als Backup hinten links, aber ich glaube, links hinten ist so unsere Baustelle. Da würde ich noch sehr gerne einen Spieler verpflichten. Also, um erstmal die Defensive zusammenzufassen, ein neuer Torwart wäre ganz gut, eventuell noch ein Innenverteidiger und vor allem hinten links. Das wäre, glaube ich, erstmal für mich persönlich die höchste Priorität. Dann kommen wir zum Mittelfeld.
erstmal zum zentralen Mittelfeld. Diazola ist zwar gelernter Sechser, aber spielt bei uns ja mehr oder weniger ja, den Libero. Manni, beziehungsweise Klaus, der Libero. Und guck mal, Status, ein Führungsspieler. What the fuck? Das habe ich ehrlich gesagt noch vorher noch nie bei einem Spieler stehen gehabt. Cool. Also, Klaus Gersola, das wussten wir zwar alle, aber hier steht sogar auch, ist ein richtiger Führungsspieler, der 1,92 Hühne mit seinem Markenzeichen, dem Helm. Also ganz klar gesetzt bei uns, ist auch egal, ob er bei uns als Libero oder vielleicht auch alternativ im zentralen defensiven Mittelfeld spielt. Ganz klar, ein Führungsspieler in Reihen des Teams von Fridolin Feige. Ansonsten im zentralen Mittelfeld haben wir momentan neben Van Nief noch ein Zotzi Toko und Kapitän Michele Rizzi, die beiden Topverdiener unseres Teams. Die beiden sind auch genauso wie Diazola und Van Nief absolut gesetzt. Spielen eine wirklich Bombensaison da im zentralen Mittelfeld. Als Ersatzleute haben wir da Danilo Wiebe, die eher defensivere Variante, und Lennart Stoll, unseren Nachwuchsspieler, wobei der ist mittlerweile auch schon 22, mit einer Gesamtstärke von 65, ist jetzt nicht das Top-Talent. Trotzdem, auch Stoll, hier in Münster groß geworden, aufgewachsen, auch den würde ich genauso wie Kittner noch sehr gerne halten. Hat zwar ja den Wunsch geäußert, auf die Leihliste gesetzt zu werden, haben wir ja auch getan. Mal gucken, ob wir ihn vielleicht im Winter eben zu einem, im Bestfall Drittliga-Verein, oder? Ich glaube, das wäre das Beste, was uns passieren könnte, ihn eine halbe oder vielleicht eine ganze Saison in die dritte Liga zu verleihen. Aber vorher, das ist ganz wichtig, müssen wir noch seinen Vertrag verlängern, denn der läuft in 7 Monaten aus. Ich glaube allerdings, wir könnten es auch so machen, wir könnten ihn erstmal verleihen und während seiner Zeit, wo er verliehen ist, könnten wir ihn eventuell eben auch seinen Vertrag verlängern, aber wir werden auf jeden Fall vorab seinen Vertrag verlängern. Ansonsten im zentralen Mittelfeld hätten wir auch noch Ulrich Bapo, der etwas offensivere Mittelfeldspieler, der auch im Sturm sogar spielen kann. Da ist die Frage, bräuchten wir da eventuell noch einen Backup? Wir haben 3 zentrale Mittelfeldpositionen, besetzt von Toko, Rizzi und Van Nief. Ersatzleute hätten wir momentan Wiebe, den jungen Bapo und Stoll, der allerdings dann höchstwahrscheinlich erstmal demnächst verliehen wird. Und wir hätten noch einen Julian Gressel, der ebenfalls im zentralen Mittelfeld spielen kann. Ich glaube, auch da sind wir qualitativ wie quantitativ eigentlich ganz gut besetzt. Aber unter der Voraussetzung, dass wir die Sensation eventuell schaffen sollten und in die erste Liga aufsteigen, dann wiederum würde ich sagen, aber auch nur dann, würden wir da auch noch vielleicht ein bisschen Qualität gebrauchen können. Aber wir gehen erstmal Stand jetzt davon aus, Bundesliga ist für uns aktuell kein Thema, auch wenn wir momentan auf dem 3. Tabellenplatz stehen. So, und dann kommen wir zu den Außenpositionen, wobei wir im Mittelfeld ja eigentlich keine richtigen Außenpositionen haben. Aber wir haben noch ein paar typische Winger, also typische Flügelstürmer im Team, wie Moritz Heinrich, der uns allerdings im Winter ja verlassen wird. Für 1,75 Millionen Euro, da steht es auch beim Status, wird er zu Jan Regensburg wechseln. Wir bekommen also ein nettes Sümmchen und sind einen weiteren Ersatzspieler los. Pavlidis wird hier zwar als linker Mittelfeldspieler geführt, aber Pavlidis sehe ich eher in der ZOM als hängende Spitze-Position. Also ich finde, Pavlidis ist so ein ähnlicher Spielertyp wie Kubilanski. Relativ klein, wendig, schnell, gut im Abschluss, kann auch den einen oder anderen guten Pass spielen. Also die beiden sind sich da, glaube ich, vom Spielertypen relativ ähnlich. Deswegen sehe ich die beiden da auch mehr oder weniger als Konkurrenten und Pavlidis eigentlich nicht als typischen Flügelspieler an. Hat es ja 2-3 Mal als Außenverteidiger probiert, aber da wusste er auch nicht so zu überzeugen, weil die Defensivarbeit auch nicht unbedingt sein Meisterwerk ist, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Also Pavlidis sehe ich auch eher im zentralen offensiven Mittelfeld, was wiederum bedeutet, dass wir im zentralen Mittelfeld dann noch eine weitere Variante, eine weitere Alternative hätten. Von daher, ZM brauchen wir aktuell auch keinen neuen zu verpflichten.
So, und ich hatte gerade Flügelspieler erwähnt, Flügelstürmer. Für die haben wir aktuell ja eigentlich keinen Platz. Und Lucas Cueto symbolisiert ja eigentlich den typischen Flügelstürmer. Klein, schnell, wendig, kann auf beiden Außenpositionen spielen. Aber da wir einfach keine Flügelspieler für diese Position haben und sein Vertrag ausläuft, spiele ich auch hier mit den Gedanken, Lucas Cueto einfach den Vertrag auslaufen zu lassen. Hat in der aktuellen Saison, glaube ich, nur einmal gespielt, ein Kurzeinsatz, was seine Moral auch gleich wieder ganz schön nach oben getrieben hat. Aber nichtsdestotrotz, 22 Jahre jung, ist noch auch ein sehr junger Spieler, klar. Aber ich glaube, das Potenzial, zumindest hier in Münster, wird er wahrscheinlich nicht mehr haben, um sich noch so großartig zu entwickeln. Deswegen auch da wahrscheinlich der Gedanke, dass wir seinen Vertrag auslaufen lassen, genauso wie von Fabian Menig. So, Bapo, habe ich gerade erzählt, sehr flexibel im zentralen Mittelfeld oder auch im Sturm einsetzbar. Wäre vielleicht auch ein Kandidat zur neuen Saison eventuell mal verliehen zu werden. Wobei er auch schon in der aktuellen Saison ja den ein oder anderen Einsatz schon gehabt hat. Und auch zu überzeugen wusste, wie ich finde. So, und dann kommen wir noch zum Sturm. Und da haben wir auf zwei Stürmerpositionen drei klasse Leute mit Kubilanski, Baschewski und Lukas Höhler. Da muss ich, glaube ich, nicht so viel zu erzählen. Einer von den dreien muss meistens auf die Bank. Und das schmerzt schon stark genug. Also, Stürmerposition müssen wir uns nicht unterhalten. Brauchen wir keinen neuen Spieler. Es sei denn, was ich nicht hoffe, dass wir einen der Stürmer abgeben müssen, eventuell, weil der Ablösesummen geboten werden, die wir als Preußen Münster dann eventuell doch nicht mehr ausschlagen können. Und Bapo, wie gerade gesagt, kann dann notfalls auch noch als Stürmer fungieren. So, also, wir brauchen meiner Meinung nach eigentlich nur drei Neuzugänge zur neuen Saison. Einen neuen Torwart unter der Voraussetzung, dass Körber nicht fest verpflichtet wird, wovon ich aktuell ausgehe. Dann würde ich noch gerne einen Innenverteidiger holen. Entweder einen, der Rösler da wirklich mächtig Dampf unterm Kessel machen kann. Straight könnten wir dafür dann zur neuen Saison verkaufen. Und die wichtigste Position meiner Meinung nach ist auf der linken Seite. Linker Außenverteidiger, linkes Mittelfeld, ist egal. Am besten einer, der eben beide Positionen bekleiden kann. Defensiv wie offensiv ein bisschen etwas drauf hat. Vielleicht so ein ähnlicher Spielertyp wie Kammerbauer, der die Linie wirklich rauf und runter rennen kann. So gut, dann haben wir das erstmal geklärt. Meine grobe Kaderplanung, die nur 17 Minuten gedauert hat. So, jetzt kommen wir in Sachen Vertragsverlängerung. Körbers Vertrag läuft natürlich aus, weil er ausgeliehen ist. Aber ich hatte ja gerade eben gesagt, zuallererst würde ich sehr gerne mit Ole Kittner verlängern. Der Backup auf der Backup-Innenverteidiger-Position. Vertragsverhandlung. Here we go. Waren wir auch schon lange nicht mehr, ne? Wir waren schon lange nicht mehr bei ihm im Büro, bei Friedolin Feige und sein hämisches Grinsen. Ich weiß nicht, wenn der lacht, das sieht immer so aus, als würde er noch irgendetwas im Schilde führen. Aber okay, wir fangen wieder an. Rotationsspieler. Als Teamrolle. Damit ist der Mann mit dem Schnäuzer einverstanden. Das freut mich. Ein Jahr möchte er nur. Er hat ja aktuell nur ein Jahr Vertrag. Deswegen müssen wir da mindestens auf 2 Jahre hochgehen. Dass wir zumindest um ein Jahr verlängern. Und auch damit ist er einverstanden. Wunderbar. Freigabesumme brauchen wir nicht. Akzeptieren wir natürlich, dass er keine Freigabesumme will. Nicht, dass irgendjemand für ihn eine Freigabesumme bezahlen würde. Hust, hust. So, Gehalt. 4.000 verdient er aktuell. Oh komm, und weil er so ein vereinstreuer Spieler ist, geben wir ihm noch 100 € drauf und du kriegst von mir auch noch 5.000 € Einstiegsbonus, mein Lieber. Weil du einfach so eine treue Seele bist. Angebot absenden. Und damit ist er sogar einverstanden. Ein faires Angebot. Mein Klient ist damit zufrieden. Und damit haben wir den Vertrag von Ole Kittner schon mal um ein Jahr verlängert. Sehr, sehr schön. Das ging schnell. Genauso will ich's haben. So, Menigs Vertrag lassen wir auslaufen. Genauso wie den von Lucas Cueto. Und ansonsten laufen auch keine Verträge aus. Bis auf Lennart Stoll. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal eben reingehen. Ich hoffe nur, wenn wir seinen Vertrag jetzt verlängern, dass nicht die Option entfernt wird, dass wir ihn nicht mehr auf die Leihliste setzen können. Das wäre ein bisschen doof.
So, ich glaube, wir hatten ja schon mal am Anfang der Saison versucht, mit ihm zu verlängern. Damals ist es gescheitert, weil er auf Teufel komm raus wichtiger Stammspieler sein wollte. Wir werden es jetzt nochmal mit Rotationsspieler probieren. Ich hoffe, das klappt. Ja, es klappt. Sehr, sehr schön. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Okay, das vereinfacht die Ausgangsposition. Und er will jetzt gleich um 4 Jahre verlängern. Holy fuck. Holy shit, das würde ich sagen, akzeptieren wir einfach mal so. Lennart Stoll, habe ich schon häufiger erzählt. Biologiestudent aus Münster, an der Uni Münster. Fühlt sich hier zu Hause und möchte natürlich auch gleich langfristig hier verlängern. Deswegen wird er wahrscheinlich auch keine Freigabesumme haben wollen, oder? Nö, will er nicht. So, zum Gehalt. 2.900 verdient er aktuell. Da kommen wir auch mal locker hoch auf 3,5. Und auch weil du ebenfalls so ein treuer Spieler bist, ein treuer Adler, bekommst du auch 5.000 Euro bar auf die Kralle, wenn du jetzt sofort Ja sagst. Und er sagt sofort Ja. Also die Vertragsverhandlungen, das Vertragsgeschick von Fridolin Feige, dass er sich mittlerweile hier angeeignet hat in Münster, trägt mehr und mehr Früchte. Stoll hat gleich mal um 3 Jahre verlängert. So, kann ich ihn von hier aus auf die Nee, er steht nur auf der Leihliste, sehr gut. Genau das war der Plan. Erst den Vertrag verlängern und dann in der Winterpause hoffentlich verleihen. So, können wir aber vielleicht noch mit einem anderen Spieler, zum Beispiel mit Waschewski, der nur 2.000... What the fuck, der verdient nur 2.000 Euro. Okay, ich glaube, da wäre es mal so langsam angebracht mit Waschewski eine Gehaltsanpassung anzustreben. Choco Rizzi will ich auch gerne schon vorzeitig eventuell verlängern. Giassoda wäre auch noch ein Kandidat. Aber die meisten haben halt noch langfristig Vertrag. Kammerbauer wäre auch noch eine Option. Aber ich glaube, mit Waschewski würde ich gerne vorzeitig versuchen zu verlängern. Also der Junge hat auf jeden Fall eine deftige Gehaltserhöhung verdient. Guck mal, sein Marktwert 5,5 Mille hat um 223% zugelegt, der Marktwert. Komm, wir probieren es mal. Vielleicht schon mal vorzeitig um 2 weitere Jahre verlängern. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Und Waschewski ist ein Spieler, junger Perspektivspieler, wo ich mir vorstellen könnte, dass er vielleicht sogar eine Freigabesumme haben will. Wow, und sein Berater geht gleich mal voll in die Vollen. Denn er fordert Schlüsselspieler, sprich eine Stammplatzgarantie für ihn. Aber wenn wir seine Leistung aktuell gesehen haben, spätestens seit der zweiten Hälfte der Hinrunde, müssen wir das wohl so akzeptieren. Und Friedrich Feige sagt, es ist richtig, hier herrscht zwar großer Konkurrenzkampf, aber Waschewski bekommt auf jeden Fall seine Spielzeit. So, Vertrag. Momentan läuft er ja 2 Jahre und ich würde gerne schon mal vorzeitig um 2 weitere Jahre verlängern. Mal gucken, ob er da mitspielt. Ja, er spielt damit. Sehr, sehr schön. Also es läuft aktuell ganz, ganz gut. Und er will keine Freigabesumme. Das akzeptieren wir natürlich. So, und jetzt kommt das Gehalt. Was will er denn? Oh, wir dürfen ihn etwas zuerst bieten. Ich gehe davon aus, FIFA denkt jetzt wahrscheinlich so, er verdient aktuell 2.400, hat sich gut entwickelt, aber mehr als das Doppelte hätte er nicht verdient. So wird FIFA wahrscheinlich denken. Aber wir wollen natürlich ein bisschen fair bleiben. Und ich denke, wir erhöhen sein Gehalt einfach mal um das Vierfache fast. Oder sogar mehr als das Vierfache auf 10.000, denn das hat er auf jeden Fall verdient. Und einen Einstiegsbonus bekommst du auch. Ich sag mal in Höhe von 30.000. Ich weiß. Wobei, wissen tue ich es nicht. Aber ich gehe stark davon aus. Wahrscheinlich würden wir auch ungefähr mit der Hälfte schon zurechtkommen. Aber wie gesagt, ich will da auf jeden Fall fair bleiben. Ich möchte Waschewski ein faires Gehalt bezahlen. Wenn er schon um 2 Jahre verlängert. Ohne Freigabesumme. Ohne Aufstiegsklausel. Machen wir es mal so. Und 30.000 Euro Einstiegsbonus ist, denke ich, auch in Ordnung. Na guck, er will ein bisschen mehr. Weniger Gehalt, aber der Einstiegsbonus soll höher. Und er möchte nach 25 Einsätzen auch noch ein bisschen mehr Kohle.
dann machen wir das ein bisschen anders. Erstmal möchte ich den Bonus entfernen mit den Einsätzen. Und dafür bekommst du ein bisschen mehr Gehalt und einen auch bisschen größeren Einstiegsbonus. 125.000 und Gehalt. Komm, wir gehen wieder auf 10.000, was wir ja vorhin schon angeboten haben. 10.000 Gehalt, 125.000 Einstiegsbonus. Ab die Luzi, komm schon, Tobias. Und er akzeptiert. Mein Klient hatte zwar andere Vorstellungen, aber da ihm dieser Verein ans Herz gewachsen ist, nimmt er das Angebot an. Wie schön, wie cool ist das denn? Und damit steigt Waschewski, ich glaube, zum drittbesten Verdiener oder so auf. Wir können mal kurz nach Gehalt sortieren. Ritzi mit 12.000 Bestverdiener, gefolgt von Toko, Yasoda, Rösela und immerhin auf Platz 5 folgt Waschewski dann. Verdient genauso viel wie Abwehrmann Leon Schwers. Okay. So, das läuft aktuell extrem gut. Deswegen überlege ich gerade, ob wir vielleicht sogar noch einen weiteren Vertrag verlängern sollen. Vorzeitig. Kubilanski zum Beispiel wäre ein Kandidat. Oder Toko oder Ritzi. Oder Giasola, die erfahrenen Leute. Komm, ich will, glaube ich, mal mit Kubilanski probieren. Achso, wir haben erst vor kurzem einen Vertrag mit ihm ausgehandelt. Okay, dann vergesst, was ich gesagt habe. Kubilanski steht erstmal nicht zur Verfügung. Dann würde ich aber sagen, probieren wir es vielleicht nochmal mit unserem Dauerläufer, Nzotsi Toko. Nein, geht auch nicht, weil er erst frisch einen Vertrag unterschrieben hat. Okay, bei Giasola wird das gleiche gelten. Und ich glaube, bei Ritzi auch. Da haben wir, glaube ich, genau, da steht es ja, Verhandlungsstand, Angebot angenommen. Da haben wir auch erst vor kurzem den Vertrag um ein Jahr verlängert. Das steht fast bei jedem. Vertragszustand, Angebot angenommen. Steht wirklich fast bei jedem. Bei Menich allerdings nicht. Bei Kammerbauer könnten wir es noch probieren. Bei Wiebe könnten wir es noch probieren. Heinrich brauchen wir nicht, Cueto auch nicht. Und Böhm könnten wir, aber auch da momentan kein Handlungsbedarf. Böhm mit 500 Euro pro Woche. Der schlechtest bezahlte Profi bei uns aktuell, ist aber halt auch erst 17. Da ist er schon, denke ich, genügend Kohle für einen Ersatzmann seiner Qualität. Okay, also, da haben wir erstmal, wie ich finde, genügend Verträge verlängert. Und dann können wir erstmal kurz auf den Kalender schauen. Wir haben noch knapp eine Woche bis zum neuen Jahr. Und dann haben wir den kompletten Januar spielfrei. Und können uns voll und ganz eben der Transferphase widmen. Und genau da machen wir jetzt weiter. Teamzentrale sind wir durch. Wir kommen zum Thema Transferzentrale. Und da habe ich, wie schon ein-, zweimal angedeutet, ein paar Spieler scouten lassen. Oder lasse sogar noch ein, zwei, drei Spieler scouten momentan. Für Spieler, dessen Verträge auslaufen. Und ich würde sagen, wir können erstmal ganz kurz hier gucken. Auf der Transferliste steht momentan nur Lennart Stoll. Der steht auf... Hä? Typ Transfer? Achso, die Angebote waren von Typ Transfer. I see. Aber wo steht denn jetzt, dass Stoll auf der Leihliste steht? Steht das hier irgendwo? Das sieht für mich jetzt gerade so aus, als würde Stoll auf der Transferliste stehen, aber er steht ja nur auf der Leihliste. So, Heinrich haben wir verkauft, das haben wir alle mitbekommen. Für 1,75 Millionen Euro Richtung Regensburg. Das waren die Angebote, die wir schon zuvor bekommen haben und abgelehnt haben. Das sind die Transfers, die wir am Anfang der Saison durchgeführt haben. Körber und Bapo. So, und dann unsere Wunschliste. Und da sortiere ich jetzt erstmal nach Positionen. So, und da haben wir jetzt insgesamt 4 Torhüter auf der Liste. Der eine davon ist Dominik Reimann, den hatten wir schon am Anfang der Saison kurzzeitig drauf gehabt. Der gebürtige Münsteraner, sagt man doch so, oder? Wurde ich erst letztens drauf hingewiesen. Ich meine schon. So, den habe ich jetzt allerdings nicht als potenziellen Neuzugang zur neuen Saison auf der Liste. Einfach nur, weil er generell eventuell in Zukunft interessant sein könnte. So, aber wir haben 3 Torhüter hier, dessen Verträge auslaufen. Einer davon ist Timon Wellenreuther. Und auch den hatten wir, genau wie Reimann, schon ganz am Anfang der Saison auf der Liste gehabt, wo wir noch geguckt haben,
welchen Torwart wir eventuell verpflichten wollen. Da haben wir uns dann halt für Nils Jonathan Körber entschieden, ihn noch eine Saison auszuleihen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht, dass der Vertrag von Wellenreuther ausläuft. Timon Wellenreuther kommt ja auch hier aus der Gegend, in der Jugend beim FC Schalke groß geworden, wurde da dann aber nach einigen Patzern in der Liga mehr oder weniger vom Hof gejagt und er ist nach Holland gewechselt zu Willem Tilburg. In der holländischen Liga konnte er sich dann wieder einigermaßen fangen. Leider haben wir ihn noch nicht so ganz fertig gescoutet, aber ich vermute, seine Gesamtstärke wird wohl so um die 70 liegen, vielleicht sogar 71. Ist 23 Jahre jung, also auch nur ein Jahr älter als Nils Jonathan Körber. Und 23 für einen Torhüter ist überhaupt kein Alter. Es ist ja bekannt, dass Torhüter so generell im Schnitt immer 2 bis 5 Jahre länger spielen können als Feldspieler, weil sie konditionell natürlich nicht so ganz gefordert werden wie eben Feldspieler. Auf jeden Fall, Timo Wellenreuther ist, glaube ich, ein Spieler, mit dem ich mich sehr gut anfreunden könnte. Flugparaden ist ja gut, vor allem bei Sprungkraft ist er ganz gut, 74 bis 78. Das sollte man vielleicht nochmal mit Nils Jonathan Körber vergleichen. Und er hat vor allem 2 Eigenschaften, TW-Weitwurf und Flankenfänger, was auch nicht so häufig vorkommt. Der ehemalige deutsche Junioren-Nationaltorwart Timon Wellenreuther. Also mein Favorit ist das momentan, dass wir Wellenreuther vielleicht ein Angebot zur neuen Saison machen und Körber halt bis zum Saisonende bleibt und dann der Leihvertrag aufgelöst wird zum Sommer. Wir haben allerdings auch noch 2 gute Alternativen, wie ich finde. Zum einen Marc Flecken vom Zweitliga-Absteiger vom MSV Duisburg. Ganz interessant bei ihm übrigens, schwacher Fuß, 5 Sterne. Der holländische Keeper hat also auch auf jeden Fall fußballerische Talente, was man holländischen Schlussmännern auch gerne mal eben nachsagt. Und guck mal, bei Reflexe ist er zum Beispiel besser als ein Wellenreuther. Interessant, also torhütermäßig ist er sogar fast gleich auf, möchte ich sagen. Ist 25 Jahre alt übrigens, also 2 Jahre älter und hat die Eigenschaft, bei Ecken offensiv zu sein. Das werden wir wahrscheinlich jetzt nicht so häufig brauchen. Aber dennoch eine, wie ich finde, auch sehr gute Alternative. 1,95 ist er groß, Wellenreuther 1,88. Könnte durchaus drin sein. Und unser dritter Kandidat auf der Torhüterliste ist Marcel Schuhen, der ehemalige Rostocker Keeper, aktuell beim SV Sandhausen unter Vertrag. Und als wir in der Liga gegen Sandhausen gespielt haben, ist er uns ja auch schon relativ positiv aufgefallen. Von den Statistiken her jetzt nicht so stark. Abschlag ist er mit Abstand am besten, okay. Physische Stärke 79, auch interessant. Also, auch ein interessanter Mann, auch 25 Jahre alt, 1,88 groß. Also bei allen dreien könnte ich mir das sogar sehr gut vorstellen, sie zu verpflichten. Marcel Schuhen, Sandhausen, Flecken aus Duisburg oder mein Favorit, Timon Wellenreuther. Allerdings müssen wir ja sowieso erstmal bis zum 1. Januar warten. Vorher können wir ja überhaupt keine Angebote machen. Und wir wollen, oder ich will zumindest noch eben warten, bis er vollkommen gescoutet ist. So, gehen wir mal weiter zu den Rechtsverteidigern. Auch wenn da, wie gesagt, Patrick Kammerbauer ganz klar gesetzt ist und wir da eigentlich keinen hochkarätigen Neuzugang brauchen. Zum einen haben wir trotzdem hier erstmal 3 interessante Rechtsverteidiger. Zum einen Mohamed Al-Buraik, ein Mann aus Saudi-Arabien, der in der Schweiz spielt beim FC St. Pauli und eine ziemlich heftige Freigabesumme hat in Höhe von 3,8 Millionen Euro. Aber das ist jetzt gerade eher weniger interessant. Er ist defensiv als auch in Athletik relativ stark. Sprintgeschwindigkeit 87. Die Werte sehen richtig, richtig gut aus, muss ich sagen. Gesamtstärke 71, Arbeitsrate Angriff hoch, 26 Jahre alt. Allerdings, wenn wir einen Rechtsverteidiger verpflichten, würde ich sagen, maximal einen Backup-Spieler hinter Patrick Kammerbauer. Und für einen Backup-Spieler wäre Al-Buraik dann wiederum zu stark. Genau das gleiche gilt für Sean Kleiber, den Niederländer vom FC Utrecht, der auch sehr gute Werte hat. Genauso athletisch und defensiv ähnlich stark wie eben Al-Buraik.
hat sogar offensiv noch ein bisschen bessere Qualitäten, kann auch im zentralen Mittelfeld spielen. 24 Jahre alt, ist auch noch ein bisschen jünger. 1,84 groß. Al-Buraik ist nur 1,73 und wiegt nur 58 Kilo. Das ist ja Bruder Leichtfuß, ein echtes Leichtgewicht. Aber für beide gilt, als Backup-Spieler wären die viel zu gut. Nur für den Fall sollten wir Patrick Gammabauer aus irgendwelchen Gründen verkaufen müssen. Denn betrachten wir es mal ganz realistisch. Sollten wir jetzt zum Beispiel in der Winterpause, also gleich im Januar im Transferfenster, ein Angebot in Höhe von über 10 Millionen Euro, sagen wir 12 Millionen Euro für Gammabauer bekommen, dann müssen wir uns wirklich ernsthaft Gedanken machen. Preußen Münster, uns geht es finanziell gerade sehr gut, ohne Wenn und aber bei einem solchen Angebot müssen wir als Preußen Münster, wir wissen, wo wir herkommen, aus der dritten Liga, frischer Aufsteiger in die zweite Liga, wenn wir so ein Angebot bekommen, müssen wir es wohl annehmen. Und nur unter der Voraussetzung, dass Kammerbauer aus irgendwelchen Gründen abgegeben wird, dann wiederum könnte eine der beiden durchaus interessant sein. So, der dritte im Bunde ist noch Calogero Rizzotto, gegen den wir erst letztens gespielt haben. Liga-Konkurrent Erzgebirge Aue. Dort steht er unter Vertrag. Rechtsverteidiger ebenfalls. Mit sehr guten physischen Werten. Ausdauer 84, was mir schon mal immer sehr gut gefällt. Arbeitsrate Angriff hoch. Ist also ein Außenspieler, der auch viel mit nach vorne läuft. Kann auch im rechten Mittelfeld spielen. Das gefällt mir ebenfalls schon mal sehr gut. Flanken 73 ist auch gar nicht so verkehrt. Unter 2 sehr schöne Eigenschaften, nämlich frühes Flanken und die Eigenschaft Flair. Das ist gar nicht mal so schlecht. Defensiv und passen ist ja ganz okay. Mentalität ist auch gut. Technisch könnte er ein bisschen besser sein. Im Schussbereich muss er nicht unbedingt zu den Besten gehören. 1,70 ist er nur groß. Der Deutsch-Italiener mit italienischem Hintergrund, so viel ich weiß. Also wenn, dann würde Rizzotto als Backup-Spieler auf jeden Fall am ehesten in Frage kommen. 26 Jahre alt. Aber auch ihn finde ich eigentlich als Backup-Spieler ein bisschen zu stark. Ich denke, da fahren wir mit Nico Neidhardt immer noch ganz gut. Also alle drei Rechtsverteidiger, die hier drauf sind, interessante Leute, aber erstmal kein dringender Bedarf. Kommen wir zu den Innenverteidigern und da sagte ich ja, dass wir da eventuell einen Spieler verpflichten können. Entweder ein, der Rösler Konkurrenz macht oder ein junges Talent, zum Beispiel Sascha Esser. Das ist ein zufallsgenerierter Spieler, den habe ich mal zufällig mit auf die Liste genommen. Ab und zu bei den News werden ja immer Spieler mit großer Zukunft, so oder so ähnlich, immer angeteasert und angepriesert. Und da stand einmal eben dieser Sascha Esser, 17 Jahre jung, Innenverteidiger aus Duisburg mit drauf. Und ich glaube, wenn diese Spieler bei den News schon genannt werden, müssen die ja einen Mindestpotenzialwert besitzen. Ich weiß es nicht, aber ich schätze einfach mal, sollten Spieler dieser Art in den News auftauchen, haben die bestimmt mindestens einen Wert von 75 in Sachen Potenzial. Und deswegen habe ich mal mich entschieden, diesen Sascha Esser, der auch physisch schon seine Stärken zu haben scheint, zu scouten. Auch sein Scoutbericht lässt noch ein bisschen auf sich warten. 17 Jahre jung. Mal gucken, was der Scoutbericht so hergeben wird. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir den von Duisburg, vom Zweitliga-Absteiger der Vorsaison, aktuell also in der dritten Liga aktiv, dass wir den eventuell sogar fest verpflichten könnten. Aber es gibt natürlich auch hier wieder Alternativen von Spielern, dessen Verträge auslaufen. Zum Beispiel Anthony Syrre, der gebürtige Berliner, von unserem Mitaufsteiger von den Würzburger Kickers, der auch physisch richtig gute Werte hat. Physische Stärke zwischen 81 und 91. Sprungkraft ist auch extrem gut. Und Sprintgeschwindigkeit und Antritt für einen Innenverteidiger eigentlich auch ganz in Ordnung. 1,88 groß. Der gebürtige Berliner aus der Jugend von Hertha BSC. Auch den haben wir noch nicht so ganz fertig gescoutet. Braucht, glaube ich, noch ein paar Tage. Da könnte auch durchaus Interesse bestehen. Dann hätten wir noch einen, der Rösler auf jeden Fall richtig Druck machen könnte, nämlich Samir Micevic. So, ganz langsam. Vom FC Groningen. Und mit dem Verein haben wir ja schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Stichwort Joël Fournif.
auch eher extrem sprungstark. Gute Ausdauer für einen Innenverteidiger. Gefällt mir. Sehr aggressiv. Leider nicht so ganz beweglich. Wie groß ist er denn? 1,85 für einen Innenverteidiger. Ja, schon fast eher ein bisschen klein. Dafür ist er ganz schön unbeweglich. Das gefällt mir bei Innenverteidigern nicht so gut, wenn sie unbeweglich sind. Technisch ist er jetzt nicht der allerbeste, aber ist noch ganz okay. Kopfballspeed 68 ist auch ganz passabel. Gesamtstärke 71. Also er könnte einer sein, der Rösler eben Druck auf den Kessel macht. Genauso wie Derek von den Bolton Wanderers, der Spanier, ebenfalls Innenverteidiger, der auch auf der Sechserposition spielen kann. 1,83 nur groß. Aber auch er extrem sprungstark, der Spanier, und sehr gut im Passspiel. Und das sieht man auch an seiner Eigenschaft, denn das ist oder das sind die langen Pässe. Gesamtstärke 70, auch ganz interessanter Mann aus der zweiten englischen Liga vom englischen Traditionsverein Bolton. 25 Jahre alt, genauso wie Memisevic. Also die beiden könnten stärketechnisch uns ein bisschen voranbringen, eventuell. Ich weiß nicht, wie es bei Süre gesamtstärketechnisch aussieht. Wird wahrscheinlich ein, zwei Punkte schlechter sein, nehme ich an. Und bei Esser warte ich auch erstmal ab. Ansonsten haben wir hier noch Ananu auf der Liste stehen. Der allerdings, ich glaube, genau, das hatte ich mal irgendwann zwischendurch bei den Transfers mitbekommen. Der hat schon einen Vertrag unterschrieben, nämlich beim FC Sion. Der wechselt also von Roda Kerkrade in die Schweiz. Den könnte ich dann eigentlich theoretisch auch direkt mal von der Liste nehmen. Frederik Ananu, der im wahren Leben ja übrigens vor kurzem sich den FC Ingolstadt angeschlossen hat. Also im wahren Leben ist er tatsächlich in die zweite Bundesliga gewechselt. Aktuell in der zweiten Liga, zumindest im wahren Leben, spielt er hier David Kinzombi von Holstein Kiel. Hier im Let's Play ist Holstein Kiel ja als Aufsteiger direkt wieder abgestiegen. Spielt also momentan bei Kiel in der dritten Liga, also eine Klasse tiefer. Gesamtstärke 69. Auch er extrem sprungstark. Technisch, naja, faire Zweikämpfe ist er gut. Kopfball nur eine 61. Also, ich finde Kinzombi, der ehemalige Karlsruher, auch ein interessanter Spieler, 23 Jahre jung. Könnten wir vielleicht auch durchaus verpflichten, genauso jung wie Syre. Aber gerade auf der Innenverteidigerposition bin ich mir noch relativ unsicher. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da erst zur neuen Saison aktiv werden. Zum Beispiel eben mit einem Sascha Esser. Je nachdem, wie das Scouting verläuft, da warten wir vielleicht noch ein bisschen ab. Aber wir haben noch andere Innenverteidiger, zum Beispiel Malcolm Kakutalua, der Mann, der mehr Vokale hat als Konsonanten. Auch sehr ungewöhnlich. Auch er extrem sprungstark, physisch ganz okay. Sprintgeschwindigkeit 77 für einen Innenverteidiger ganz stark. 1,88 groß. Dafür ist er im Passen und im technischen Bereich nicht allzu stark. Also er ist so der typische Innenverteidiger. Kein Edeltechniker. 24 Jahre jung, ebenfalls von Erzgebirge Aue. Auch eine 69er Bewertung. Auch eine gute Alternative. Oder als mögliches Backup, letzte Alternative wäre noch ein Ex-Preußen-Spieler, nämlich Julian Riedel. Aktuell bei Hansa Rostock unter Vertrag, 27 Jahre alt, hat also schon ein bisschen mehr Erfahrung als seine Vorgänger. Könnte ich mir auch durchaus als Backup-Spieler vorstellen. Ist beidfüßig gleich stark, allerdings nur 1,82 groß, für einen Innenverteidiger nicht so stark. Aber er ist zum Beispiel im Passen und in der Technik deutlich Kakutalua deutlich überlegen. Der ist zwar defensiv ein bisschen besser, aber Riedel wiederum ist athletisch noch ein bisschen besser. Da frage ich mich jetzt wirklich, warum hat Riedel zwei Stärkepunkte weniger als eben Kakutalua? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Riedel, Ex-Preußen-Spieler, hat also auch eine Vergangenheit zu unserem Verein. Sollte Straight gehen, könnte er seinen Platz eventuell füllen, könnte alternativ auch hinten links oder dementsprechend, da er beidfüßig ist, auch hinten rechts verteidigen. Ist also flexibel. Und wie gesagt, für einen Innenverteidiger ist er technisch ganz schön gut, behaupte ich mal. Technisch 55. Kinzombi zum Beispiel ist technisch auch deutlich schlechter.
Derek ist auch schlechter und Mimicevic ist auch schlechter. Also Riedel wäre vielleicht sogar noch die kostengünstige Alternative wahrscheinlich, wobei der verdient 9.400. Der verdient fast so viel wie unsere Topspieler in der zweiten Liga. Und Kaku Talua hingegen verdient nur 4.300. What the fuck? Rostock-Spieler verdienen mehr als von Erzgebirge Aue. Sehr interessant. Kinzombi 9.700. Holy shit, Derek verdient 22.000. So viel Gehalt bin ich dann, glaube ich, nicht bereit zu zahlen. Mimicevic wiederum nur 8.000. Das wäre auch noch stemmbar. Okay, Innenverteidiger, lassen wir mal ein kleines bzw. großes Fragezeichen dahinter. Und jetzt die Schlüsselposition hinten links in der Innenverteidigung. Da haben wir zum Beispiel Ulises Garcia, der junge Schweizer, 22 Jahre jung, vom SV Werder Bremen. Was verdienst du? 15.000, oh, das ist auch ganz schön viel. Gesamtstärke 70. Er ist allerdings erst 22. Und wir haben keine Ahnung, ob er noch im Verlaufe der nächsten Wochen oder Monate 23 irgendwann wird. Falls nicht, können wir ihm ja keinen Vorvertrag anbieten. Da ist also schon von vornherein ein kleines Fragezeichen hinter. Kann Linksverteidiger als auch im linken Mittelfeld spielen. Sehr große Ausdauer, 83, das gefällt mir schon mal gut. Physisch auch ganz stark, mit einer 75, Sprintgeschwindigkeit 78 ist auch ganz cool. Grätsche ist er ganz gut, bei Flanken 65 ist er noch ausbaufähig, aber hat man auch schon Schlechteres gesehen. Ja, Ulises Garcia wäre auf jeden Fall eine Alternative für die linke Außenbahn. Der wahrscheinlich stärkste Spieler von den Linksverteidigern auf dieser Liste, dessen Verträge auslaufen, ist er hier, Philipp Heise, der ehemalige Stuttgarter, aktuell bei Dynamo Dresden unter Vertrag. 10.500 verdient er, das ist auch okay, Marktwert 2,3 Millionen Euro. Die Werte relativ ausgeglichen. Ausdauer 82 gefällt mir, physisch ist er ganz gut, Sprintgeschwindigkeit sogar eine 84. Und bei Flanken sogar eine 76. Holy shit. Schusskraft auch eine 72. Kann also auch durchaus mal aus der Distanz abschließen. Also insgesamt ist er schon mal wesentlich ausgeglichener als Garcia. Okay, er ist auch 5 Jahre älter, muss man dazu sagen. Aber ich glaube, ein Philipp Heise würde uns auf Anhieb auf der linken Seite sofort verstärken. Ich vergleiche die beiden gerade nochmal. Defensiv ist Garcia sogar ein Punkt besser, aber ansonsten Heise in jeder Hinsicht deutlich stärker zum Teil als Garcia. Ansonsten eine weitere Alternative wäre noch Yannick Bandowski, ein weiterer Bochumer. Und ich glaube, wenn ich mich gerade nicht täusche, gebürtiger Dortmunder. Also ein weiterer Spieler, der hier ungefähr aus der Münsterregion stammt. Alles, was so in der Nähe von Bochum, Dortmund ist, das zähle ich auch noch zur Münsterregion ungefähr dazu. So, Arbeitsrateangriff hoch. Das habe ich gerade bei den beiden gar nicht geguckt. Garcia ist Mittel und Mittel. Heise hat auch noch eine hohe Arbeitsrate im Angriff. Genauso wie Bandowski, unser nächster Kandidat. Vom VfL Bochum, wie gesagt. Sprintgeschwindigkeit 90. Und das bei einer Körpergröße von 1,89. Das ist relativ zügig für einen so groß gewachsenen Spieler. Ballkontrolle 74 ist auch ganz gut. Kopfball ist er nicht schlecht, kurzer Pass ist er auch ganz okay. Nur bei Flanken ist er nicht ganz so stark wie seine beiden Vorgänger. Kann aber auch im linken Mittelfeld spielen. Also wieder eigentlich genau die Position, genau der Spielertyp, den ich suche, der links hinten als auch eben im linken Mittelfeld spielen kann. Das gleiche gilt allerdings auch für Heise und auch für Garcia. Und dann kommen wir noch zu einem weiteren Kandidaten. José Matos, stärketechnisch der beste Kandidat. Mit einer 73, 23 Jahre jung, ein Spanier. Das einzige Problem, was vielleicht einige sehen könnten, ist sein aktueller Verein, nämlich Arminia Bielefeld. Und ich glaube, dass in den letzten Jahren zwischen den beiden Vereinen, also zwischen Bielefeld und Münster, nicht so viele Vereinstransfers stattgefunden haben, oder? Aber er sieht einfach so stärketechnisch schon mal extrem gut aus. Hat einen Marktwert von 4,3 Millionen. Verdient nur 7.400. Wie sieht es bei euch aus? Garcia verdient 15.000. Also 10.000. Bandowski 8.000. Der hat auch eine Freigabesumme übrigens. Genau wie Matos. Der Kerl ist 4,3 wert. Und hat eine Freigabesumme von 1,5 Millionen.
Also da hat Bielefeld den wohl sehr günstig eingekauft und der hat sich richtig gut entwickelt. Obwohl Bielefeld ja aktuell Tabellenletzter ist, hat der Spanier eine richtig gute Entwicklung genommen. Ausdauer 94. Antritt 88, Sprintgeschwindigkeit 84. Physische Stärke allerdings nur 36. Oh, okay, der ist auch nur 1,69 groß. Das ist also ein sehr kleiner, schneller, wendiger Außenverteidiger. Was vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt ist. Flanken 76 ist auch ganz gut. Schusskraft 71, kann also auch mal draufhauen. Auch wenn er bei Fernschüsse alles andere als gut ist. Im Passspiel muss er sich auf jeden Fall noch verbessern. Also Flanken ist er gut, aber im Allgemeinpassspiel. Langer Pass, kurzer Pass ist noch ein bisschen verbesserungswürdig. Gesamtstärke 73. Wenn er jetzt nicht unbedingt bei Bielefeld spielen würde, hätte ich sofort gesagt, yo, das ist mein Favorit. Aber das könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wobei es bringt nicht so viel in die Kommentare zu schreiben, weil ich den nächsten Part wahrscheinlich auch kurz nach diesem Part hier aufnehme. Sprich, ich werde auf eure Transfervorschläge jetzt gar nicht mehr großartig drauf eingehen können, so leid es mir tut. Aber ihr merkt schon, ich habe ja sowieso immer so meinen festen Plan, auf welchen Positionen ich gerne Spieler verpflichten würde. Und hinten links ist eben eine dieser Positionen. Allerdings bin ich mit allen Vieren nicht so hundertprozentig zufrieden. Garcia ist das Problem. Einmal das Gehalt. Zum anderen wird der Junge überhaupt noch 23, bevor wir ihm einen Vorvertrag anbieten können. Philipp Heise ist, glaube ich, noch der beste Kandidat. Ist zwar der älteste von den vier Kandidaten hier, aber ich sagte es gerade eben schon, er würde uns auf jeden Fall auf Anhieb weiterhelfen. Bandowski, weiß ich nicht. Hat halt den Vorteil, kommt er aus der Region. Vom VfL Bochum haben wir schon den einen oder anderen Spieler verpflichtet. Oder José Matos. Ich glaube, das werde ich mir noch bis zum nächsten Part überlegen. Gehen wir erstmal weiter Richtung zentrales Mittelfeld. Erstmal zentrales defensives Mittelfeld von Spielern, dessen Verträge auslaufen. Zum einen haben wir hier Russell Teibert. Und den finde ich alleine deswegen interessant. Ich weiß, ich bin da ein bisschen eigen, aber ich finde Spieler interessant, die ein Originalface haben. Also ein echtes Spielergesicht, das ins Spiel eingebunden wurde. Und dieser Russell Teibert ist eben einer davon. Kanadischer Nationalspieler. Und da haben wir auch die kleine Verbindung eben zu Adam Strait. Wir haben ja schon einen kanadischen Nationalspieler bei uns im Kader. Russell Teibert spielt momentan bei Coventry City. Ich weiß gar nicht, ist das zweite oder ich glaube sogar dritte englische Liga, oder? Coventry hat zwar mal eine Zeit lang in der zweiten Liga gespielt, aber ich glaube mittlerweile sind sie sogar drittklassig. Von den Werten her, ihr seht es, extrem ausgeglichen. Keine wirklichen Stärken oder Schwächen. Im Abschluss ist er nicht ganz so stark, aber ansonsten halt wirklich sehr ausgeglichen. Balance 88. Ansonsten bewegen sich fast alle Werte so im gelb-orangenen, grünen Bereich. Nur im Kopfballspiel, da sackt der Kanadier völlig. Und er trägt die Rücknummer 21. Boah, das muss ein Omen sein, oder? Wobei, auch das sagte ich ja eingangs, dass wir im Zentralmittelfeld Spieler jetzt nicht unbedingt brauchen. Wenn, dann eher talentierte Spieler, oder? Denn gerade im Zentralmittelfeld haben wir jetzt Toko, haben wir Rizzi, zwei Erfahrene, plus Van Nief, der ist mit 25, ja, auch im besten Fußballeralter, sage ich mal. Wenn wir da einen Spieler ranholen, würde ich sagen, noch einen eher etwas jüngeren. Auch wenn ich zum Beispiel einen Petrak aus Nürnberg unheimlich interessant finde. Der hat gegen uns ja ein Tor erzielt in der zweiten Liga beim 2:2, als wir gegen Nürnberg spielten. Von den Werten her, der Slowake, beziehungsweise der Tscheche, Entschuldigung, sehr, sehr gut. Allerdings Arbeitsrateangriff niedrig. Was zur Hölle? Allerdings hat er auch schon 6 Saisontore geschossen. Dafür, dass er nicht viel nach vorne spielt, schießt er erstaunlich viele Tore. Marktwert 2,4, Wochengehalt 9.100. Was verdient Teibert? 6.200, das ist nicht so viel.
Taibat. Ich hätte ihn einfach nur gerne wegen des Gesichts. Ich spiele. Nennt mich da wirklich eigen, aber ich spiele gerne mit Spielern, die ein Original-Face haben. So, Petrak hat leider keins. Genauso wenig wie Marc Leis von Jan Regensburg, der im wahren Leben vor kurzem ein sehr schönes Tor erzielt hat. Arbeitsrateangriff hoch. Als ein Sechser, der sehr schnell und wendig ist. Wusste ich ehrlich gesagt nicht. 27 Jahre alt. Kann auf der 6 als auch auf der 8 spielen. Wo es auch nicht schaden kann, wenn wir da noch einen weiteren Backup-Spieler haben. Aber er ist auch halt schon 27. Ich glaube, da halte ich mich erstmal noch ein bisschen zurück auf der ZM bzw. ZDM-Position. Dann haben wir hier noch Hudek, ein junges Talent aus Zwickau, der steht schon ein bisschen länger drauf. Genauso wie unser Ex-Preußen-Spieler Nico Rinderknecht. Der war ja in der Vorsaison ausgeliehen an uns. Hat dort sehr starke Leistung gezeigt. Kann auch in der Innenverteidigung spielen. Und er spielt ja aktuell beim FC Ingolstadt. Als wir gegen Ingolstadt gespielt haben, hat er dort gespielt in der Innenverteidigung. Da spielt er momentan primär. Das wäre vielleicht auch noch eine Chance, ihn vielleicht fest zu verpflichten. Stärke 66 hat sich also noch nicht so wirklich stark entwickelt. Obwohl seine Potenzialwerte gar nicht mal so gering sind, wenn ich mich gerade nicht täusche. Also Rinderknecht wäre vielleicht auch noch ganz cool. Und mit den Gedanken versuche ich mich gerade anzufreunden. Dann werden wir nicht versuchen, einen weiteren Innenverteidiger zu verpflichten, sondern könnten zur neuen Saison Nico Rinderknecht versuchen, fest zu verpflichten. Dann haben wir eine Alternative für die Innenverteidigung als auch für die ZDM-Position. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Bergmann aus Erfurt, auch interessanter Nachwuchsakteur, 22 Jahre jung. Aber ich glaube, Rinderknecht wäre da schon ganz cool. Der Vertrag von Robin Krause aus Paderborn übrigens, der läuft auch zum Saisonende aus. Aber auch da wieder das Problem, genau wie bei Bielefeld. Ich weiß nicht, ob zwischen den beiden Vereinen wirklich häufig Transfers passieren. Ich glaube eher selten, oder? Vielleicht mal über Umwege, dass die erstmal zu einem anderen Verein wechseln und dann nach Münster oder nach Paderborn. Aber den direkten Weg von der einen Stadt zur anderen, ich glaube, das kommt eher selten vor, oder? Lassen wir erstmal so ein bisschen außen stehen. So, dann haben wir noch ein paar Flügelspieler, Mario Engels zum Beispiel. Aber auch das erwähnte ich schon in diesem Part. So, die typischen Flügel-Winger brauchen wir eigentlich nicht. Engels, ich meine ehemaliger Kölner, wenn ich mich gerade nicht täusche, von Roda Kerkrade, wo auch einige deutsche Spieler mittlerweile spielen. Auch sein Vertrag läuft aus. Werte sind okay, aber jetzt auch so nichts Überragendes dabei. Dann Schindler, einer der Shootingstars in der letzten Real-Life-Saison oder auch in der aktuellen Saison, wo er mit Holstein Kiel ja eine sehr, sehr starke Runde spielt. Aber auch bei Schindler geht halt eher so der typische Flügelspieler. Trifft wahrscheinlich auf Schindler noch mehr zu als auf Engels. Kingsley Schindler 25. Seine technischen Werte sind jetzt nicht so stark. Er ist halt physisch unfassbar gut, vor allem in Antritt- und Sprintgeschwindigkeit, wie man sieht. Aber reicht das, um ihn zu verpflichten? Ehrlich gesagt, gerade in technischer Sicht ist er gar nicht so stark. Zumindest ist er nicht so stark bewertet, wie er aktuell im Real Life spielt. Also da müssten die Werte eigentlich noch deutlich angepasst werden, denke ich. Nee, aber das Problem, in Anführungszeichen, dass wir eigentlich keine echten Flügelspieler suchen, macht ihm da wohl einen Strich durch die Rechnung. Dann haben wir hier noch Luke Hemmerich, aktuell im wahren Leben an den VfL Bochum ausgeliehen, also auch ein weiterer Spieler hier aus der Region. Den habe ich, glaube ich, nur auf der Liste stehen, weil er auf der Leihliste stand vom FC Schalke. Und dann haben wir hier noch einen Spieler aus Frankreich, Grandsoeur, Samuel Grandsoeur von Troyes. Ich weiß gar nicht, in welcher Liga die gerade spielen. Erste oder zweite französische Liga. Auch ein sehr schneller Mann. Auch ein typischer Flügelspieler, 1,68 klein. Sicherlich auch sehr talentiert, Gesamtstärke eine 70, aber genau wie bei den Vorgängern, Flügelspieler suchen wir aktuell nicht. So, jetzt kommen wir noch zu ein paar Achtern und da sind auch ein paar interessante Leute bei, wie zum Beispiel Nick Powell. Der korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe ihn gerade so in der Schublade
Jugend Manchester United. Da packe ich ihn gerade so rein. Der, wir sehen es hier, anfällig für Verletzungen ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum er momentan nur in der dritten englischen Liga kickt, bei Wigan Athletic. Kann in ZM auf der 10 oder als Stürmer sogar spielen. Interessant. Fernschüsse ist er ganz gut, Abschluss ist er gut. Also das ist ein Mann, den man gerne mal hinter die Spitzen stellen kann oder halt auch ganz vorne in die Spitze rein. Kopfballspiel ist allerdings nicht so stark. Wie groß bist du? 1,83, 65 Kilo nur. Das ist ja ein Hungerhaken. Und ist halt ein guter Distanzschütze. Was ich damit sagen wollte vorhin, ich weiß, Engländer verpflichte ich sehr ungern, aber bei Nick Powell könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, warum nicht? Wir können uns doch mal einfach einen exotischen, in Anführungszeichen, exotischen Spieler leisten. Und Powell würde da, glaube ich, auch ganz gut reinpassen eigentlich. Es wechseln ja so in letzter Zeit häufiger mal auch der ein oder andere Engländer mehr in die Bundesliga. Okay, vermehrt in die erste Liga. Aber warum auch nicht mal in die zweite Liga? Und vor allem, das seht ihr ja rechts, er hat auch ein Originalface. Ja, nennt mich eigen. Apropos Originalface, auch er hier hat eins. Alexander Merkel, das wurde auch von euch schon häufiger in den Kommentaren angemerkt. Merkel steht ja, oder stand vielmehr, auch im wahren Leben in Verbindung mit einem Wechsel zu Preußen Münster. Da hatte Preußen Münster allerdings wohl aus finanziellen Gründen gesagt, nee, das ist eine Nummer zu hoch für uns. Aber unser Preußen Münster hier im Let's Play ist ja mittlerweile eine Liga höher. Und deswegen, das wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, einen weiteren Bochumer zu verpflichten. Also ich erkenne wirklich ein Muster, dass hier wirklich sehr viele Bochumer oder ehemalige Bochumer mit auf der Liste stehen. Von den Werten her, absolut legitim, hat die Fähigkeit angeschnittener Schuss, ist auch ein guter Freistoßschütze, guter Effetwert, gute Passwerte, gut im Dribbling, Flanken ist auch nicht schlecht, kann auch im rechten Mittelfeld spielen, auf der 8 oder auf der 10. Physisch, ja, haut er jetzt auch nicht so rein, aber insgesamt könnte ich mir es auch durchaus vorstellen. Mittlerweile 26 Jahre alt, der ehemalige Träger der goldenen Fritz-Walter-Medaille. Also ein ehemals Riesentalent. Das hätte mehr aus seinem Talent eben rausholen können als Alexander Merkel. Mittlerweile ja Nationalspieler aus Kasachstan. Ja, also er wäre auch durchaus eine Alternative im Zentralmittelfeld. Genauso, wen ich sehr interessant finde, ist Clint Lehmans. Oder Lehmans. Ist ein Holländer. Spricht man den Lehmans oder Lehmans aus? Wenn man es holländisch ausspricht, wahrscheinlich eher Lehmans, oder? Clint Lehmans. Wie auch immer, ein technisch sehr, sehr starker Mann. Spielt bei Venlo. Gegen die haben wir in der Saisonvorbereitung gespielt. Vielleicht zweimal. Da ist er jetzt nicht so auffällig geworden, aber auch bei ihm sieht man die extrem ausgeglichenen Werte. Gute Ausdauer, physisch ist er auch sehr stark. Antrittssprintgeschwindigkeit jetzt nicht der allerschnellste, aber das macht er mit guter Ballkontrolle zum Beispiel wieder weg. Hat auch einen saftigen Schuss. Seine Defensivwerte sind ganz okay, Kopfball ist er nicht ganz so stark. Aber gut im Passspiel, kann auch Elfmeter treten. Also rundum ein sehr guter Spieler, den man auch hier in unser Team bestimmt hätte oder einbauen kann. 23 Jahre jung, kann auf der 8 und auf der 6 spielen. Ich wollte gerade auf der 6. Er kann auf der 6 spielen. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist mein neues Wort. Wenn ich sagen will, jemand kann auf der 6 und auf der 8 spielen, sage ich einfach, der Mann kann auf der 6 spielen. Dann weiß jeder, was gemeint ist. Auf jeden Fall, wie sieht es eigentlich gehaltstechnisch mit dir aus? 7.900, Marktwert 3,1 Millionen, hat auch eine Freigabesumme unter Marktwert. Übrigens genauso wie Alexander Merkel, hat Gehalt 13.500, verdient also fast das Doppelte. Powell 12.000, okay. Ansonsten hätten wir hier noch Jopek. Warum verdient der so viel bei Würzburg? 18.000. Gesamtstärke 70, wahrscheinlich einer der Topverdiener bei Würzburg, unserem Mitaufsteiger. Werte sind zwar auch ganz okay, aber da finde ich zum Beispiel die drei vorher, Powell, Merkel und Lehmans interessanter.
Ansonsten haben wir hier noch ein paar Talente. Noah Feil, der steht ja schon seit Ewigkeiten auf unserer Wunschliste, genauso wie Fridolin Wagner. Ansonsten hätten wir hier noch zwei Außenseiter, in Anführungszeichen, mit Morsi, den Ägypter, ebenfalls vom Wigan Athletic, 26 Jahre alt. Oder auch Tejeda, Nationalspieler Costa Ricas, spielt in der Schweiz beim FC Lausanne. Oder Lausanne, spricht man das Lausanne aus? Ich glaube, das ist eher die französisch angehauchte Schweiz, oder? Beziehungsweise die italienisch angehauchte Schweiz. Lausanne Sport. Ich weiß es nicht genau. Auch 26, beziehungsweise er ist 26, Morsi ist 27. Ja, finde ich die drei hier schon interessanter. Merkel, Lehmanns und Powell. Ansonsten haben wir noch Neudecker, der steht schon etwas länger drauf. Niemeyer hätten wir noch als Alternative für die linke Seite vom 1. FC Magdeburg. Allerdings, ihr seht, seine Defensivwerte sind mir da ein bisschen zu schwach. Dann hätten wir noch Julian Green. Er ist wiederum die Kategorie Flügelstürmer. Und wir hatten ja schon ihn im letzten Karrieremodus zum VfL Bochum geholt. Da wusste er nicht so unbedingt zu überzeugen. Und da wir keine Flügelstürmer brauchen, brauchen wir ihn auch nicht unbedingt. Ähnliches gilt wahrscheinlich auch für Levent Ajicek, der ehemalige Bremer und jetzige Fürther. Hat zwar auch gute Werte, aber auch er ist so der typische Flügelspieler. Hat zwar gute Werte, kann glaube ich auch im zentralen Mittelfeld spielen und aushelfen. Gesamtstärke 70. Auch interessanter Mann, aber momentan haben wir da glaube ich noch andere Kandidaten. Denn defensiv, wow, ist ja genauso schlecht. Okay, nicht ganz so schlecht wie Green oder. Wobei doch, der ist schlechter als Niemeyer. Also, wenn, ihr wisst ja mittlerweile bei unserem Spielsystem, die beiden Flügelspieler sollten auch defensiv ein bisschen was drauf haben. Und da ist mir ein Ajicek ein bisschen zu schwach. Niemeyer wäre von der Position zwar eigentlich ideal dafür. Allerdings ist er stärketechnisch jetzt nicht unbedingt der Mann, der wahrscheinlich uns sofort weiterhelfen würde und Al-Hasameh komplett vergessen lassen würde. Und defensiv ist er mir eigentlich ein bisschen zu schwach. So, ansonsten haben wir hier noch ein paar Talente. Barrys Vertrag läuft ihm übrigens auch aus, genauso wie der von Henriksen, der auch ein Originalspielergesicht hat. Wird vielleicht auch noch eine Alternative. Ansonsten habe ich hier noch zwei sehr interessante Talente. Vincent Till vor allem, der Nationalspieler Luxemburgs. Der ein oder andere von euch wird bestimmt von ihm schon gehört haben. Und Naya Kirby, noch ein Engländer von Crystal Palace, die lasse ich momentan noch scouten. Und dann wären wir auch schon bei den Stürmern, wo gar nicht so viele drauf sind. Zumindest nicht so viele, dessen Verträge auslaufen. Denn da sind, glaube ich, insgesamt nur vier Stück. Lennarty von Werder Bremen, der ja immer wieder dauerverliehen wurde in die zweite Liga oder zuletzt auch in die holländische Liga, sich bei Bremen allerdings nie so richtig hat durchsetzen können. Könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass er vielleicht nochmal in Münster den Durchbruch und den Durchstart schaffen könnte. Giert, der Torjäger von SV Meppen, wird wahrscheinlich ein bisschen zu schwach sein. Tim Kleindienst ist noch so der typische Strafraumstürmer vom Sportclub Freiburg, der ehemalige Cottbusser, würde meiner Meinung nach auch sehr gut ins Preußen-Münster-Bild passen. Und dann hätten wir hier noch einen Vincent. Es gibt hier sehr viele Vincent, fällt mir gerade auf. Vincent Vermey, der Niederländer von Heracles Almelo, unserem Vereinspartner, mehr oder weniger. Zwischen Preußen Münster und Almelo herrscht ja eine Vereinsfreundschaft. Und er ist sogar Power Kopfball und Anspielstation. 1,97 ist er groß. Ich wollte gerade sagen, er ist so der typische Strafraumstürmer. Kopfballspiel, physische Stärke 79 bis 89, Kopfball 84 bis 94. Das wäre noch so ein komplett anderer Stürmertyp. Ich meine, Waschewski und Höhler sind auch groß und nicht kopfballschwach, aber Vermey wäre im wahrsten Sinne noch eine Stufe höher. Wäre vielleicht auch interessant, den müssen wir allerdings auch mal fertig scouten. Und hier für die, die sich gefragt haben, was mit einem gewissen Gianluca Della Fiore ist, hier haben wir ihn und seine Werte mal kurz im Bild. Vielleicht wäre auch das noch eine Alternative? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, liebe Freunde, ihr merkt schon, ich habe jetzt die letzten Spieler ein bisschen schneller durchgerattelt. Liegt daran, dass ich jetzt mal wieder spontan zu einem Ende kommen muss. Wir sind keinen einzigen Tag vorangekommen. Aber dafür habe ich euch in diesem Part meine
Vorstellung, meine Spielervorstellung, meine Transferplanung nochmal kurz erläutert. Und dann werden wir beim nächsten Mal ins neue Jahr, ins Jahr 2019 übergehen und dann die ersten Verhandlungen einleiten. Das alles und noch viel mehr dann beim nächsten Mal, wenn wir durchstarten ins neue Jahr bei Let's Play FIFA 18, dem Karrieremodus mit den Adlern von Preußen Münster. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt euer Killer.